Kökan, Glückwunsch zum zweiten Sieg in Folge. Was war heute ausschlaggebend dafür, dass die Punktmannschaft sich wieder mit einem Dreier belohnt hat? Ja, ich denke, dass die Mannschaft heute eine super Leistung wieder abgeliefert hat, von der ersten bis zur letzten Minute. Ja, Rostock hatte ein paar gute Chancen, aber wir hatten auch ein paar gute Chancen. Aber ich denke mal, dass wir über 90 Minuten gekämpft haben und alles gegeben haben. Stichwort paar gute Chancen. Eine hattest auch du, die du dann auch gleich verwandelt hast zum, sagen wir mal, vorentscheidenden 2:0. Das Tor aus deiner Sicht? Ja, also als erstes bin ich sehr glücklich über mein Tor und ich denke mal, dass Schmidi und Brandy das dann auf der rechten Seite sehr gut gemacht haben und dass der Ball dann zufällig zu mir kommt und ich den auch reinmache, ist natürlich schön für mich und somit habe ich der Mannschaft auch weitergeholfen. Zwei Spiele, zwei Siege, zweimal zum Einsatz gekommen und einmal auch gleich schon ein Tor. Viel, viel besser hätte man sich den Start hier in Wiesbaden eigentlich nicht vorstellen können, oder? Ja, das stimmt. Also bin ich, wie gesagt, sehr froh über meine zwei Einsätze in der kurzen Zeit. Und dass mir heute auch ein Tor gelingt, das ist einfach schön und ich denke mal, das war ein super Einstand. Wie waren die ersten, ja, sagen wir mal, knapp anderthalb Wochen hier für dich beim SVW? Also ganz gut. Die Jungs haben mich alle sehr gut aufgenommen und ich fühle mich auch jetzt schon sehr wohl in der Mannschaft. Und ja, die Jungs haben mich halt sehr gut aufgenommen und ich hoffe, wir werden noch weiter Spaß haben. Und hast ja auch mit Schmidi eigentlich einen an deiner Seite, der eigentlich immer für Spaß zu haben ist, ja, oder? Das stimmt. Schmidi hat mir auch sehr viel weitergeholfen, wo ich neu hierhin gekommen bin. Hat mir vieles gezeigt, hat mir nur positiv für die Mannschaft erzählt und das stimmt alles auch. Dankeschön. Bitteschön.